Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Mittelalter bei Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, beim letzten Mal war ja hier der Besuch, sage ich jetzt mal, von dem Mörder unserer Eltern. Und wir haben jetzt... Moment. Wir haben jetzt den Auftrag, hier abzuhauen aus der Burg. Sprich, zu unseren Eltern zu kommen. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie wir hier rauskommen. Könnte problematisch werden. Wenn wir hier einfach versuchen abzuhauen. Wir haben es ja eh so mit den, mit dem Knast besuchen. Wir haben halt gerade jetzt die Aufgabe, bestatte deine Liebsten in Skalitz. Ja, da müssen wir hin. Optional beschafft dir ein Pferd. Auch kein Problem eigentlich. Aber wir müssen hier rauskommen. Tja. Und ich weiß noch nicht wie. Vielleicht können wir mit ihm hier reden. Was willst du jetzt wieder von mir? Die Lage war wegen Sigismund heute Morgen recht angespannt. Herr Divisch regelte das meisterhaft. Die Burg sollte einer Belagerung standhalten. Aber Sigismund hat verdammt viele Männer. Wer sind diese Söldner, die er da hat? Du meinst die Kumanen? Man weiß nicht viel über sie, außer dass Sigismund sie irgendwo im Osten angeworben hat. Die sehen furchteinflößend aus, was? Das sind sie auch. Weißt du, wo ich hier einkaufen kann? Falls es um Essen geht, frag in der Küche. Wenn du was anderes willst, kann ich dir nicht helfen. Vielleicht weiß einer aus dem Dorf was. Ah, danke. Okay. Dann müssen wir nur gucken, dass wir hier rauskommen. Ich glaube, das hier ist die Küche. Nee, es ist unser Bett. Das ist ja eigentlich kein Problem. Aber wir sollten ja auch nicht unnötig irgendwo rumschnüffeln. Das ist der Knast, da will ich eigentlich nicht nochmal rein. Oder war das hier der Knast? Naja, eins von den beiden halt. Versuchen wir mit den Leuten hier zu quatschen, wenn es irgendwie geht. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Der will nicht. Wie sieht es hier aus? Das ist die Küche, ne? Dann machen wir mal. Das war knapp heute Morgen, was? Würdest du Herrn Divisch wie ich kennen, wärst du nicht so bekümmert. Der Kerker hat zwar seiner Gesundheit geschadet, aber ein listiger Fuchs ist er dennoch geblieben. Wirklich? Er ist nicht umsonst Burggraf des Königs. Die Leute erzählen sich noch heute, wie er den Disput zwischen Vater Pech und Herrn Pribig schlichtete. Bei wem bekomme ich etwas zu essen? Was glaubst denn du, junges Gemüse? Na, bei mir. Und wenn du was Spezielles willst, kann ich dir da auch helfen. Aha. Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Was haben sie denn? Brezel, Brot, Brötchen, Honig. Oh, Milch, süßer Pfannkuchen. Interessant. Aber nicht das, was... Vielleicht können wir ja was verkaufen. Brauchen wir ein bisschen Kohle hier irgendwie. Wein. Ja, Zwiebel, alles weg hier. Wenn wir dafür Kohle kriegen, soll mir das recht sein. Da haben wir nix. Ansonsten haben wir nicht viel. Falschen oder Handel abschließen? Ach komm, wir falschen noch ein bisschen. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Warte. Versuchen wir mal. Wie wär's damit?
Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Okay. Mit der Summe kann ich leben. Sehr schön. Wollen wir hier rein dürfen? Ich weiß es nicht. Ach, Hallöchen. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Nur hundertprozentig fit sind wir ja auch nicht. Hey, pass auf! Rüpel! Was heißt hier Rüpel? Wir gehen mal gucken. Fühlen uns gerade nicht so gut, wie es aussieht. Irgendwie so ein bisschen... Läuft da jetzt gerade so ein bisschen eilig durch die Gegend. Ist das hier? Einfach nur mal umgucken. Dorfbewohner. Beste Grüße. Ja. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Du willst zu Votava? Das ist der Kerl, der sich um den Zallenberger Fischteich kümmert. Er sollte irgendwo beim Kornspeicher sein. Aha, okay. In Ordnung. Kornspeicher. Noch ein Dorfbewohner. Votava, reden wir mit dem? Gott sei mit dir. Ja. Können wir handeln? Lass mal Wenn gucken. Wenn du Geld hast. Ein bisschen Geld haben wir ja jetzt. Fackel, Rüstung hat da nix. Nahrung, Retterschnaps. Dietrich, eine Schatzkarte. Oh. Ah, was kostet so viel? Das kostet so viel. Wir haben gerade mal 8 Groschen. Verband, Schatzkarte. 18 ist auch zu teuer. Was haben wir denn da? Grünes Hemd, das sind die Klamotten, die wir gerade tragen. Ist nicht so toll. Cool. Linsenbrei. Minderwertiger Pfeil, okay. Ansonsten haben wir echt nicht viel. Karotten können wir verkloppen. Vielleicht kommen wir ja so ein bisschen ins Geschäft. Das ist unsere Fackel. Aber Rüstung, ey, das ist echt mies. Ganz ehrlich. Kaufen würde ich mir gerne das hier, einen Retterschnaps. Aber kostet ganz schön viel, oder? 121,2 kann das sein? Naja gut, wir gucken erstmal. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Gut, wir versuchen natürlich zu feilschen. Also, erhalte 4. Probieren wir mal. Ich hoffe, ich mach's richtig. Verstanden? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Na gut, dann gehen wir mal da drauf. Mit der Summe kann ich leben. Naja, immerhin. Ein bisschen was bekommen. Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Die mit den ich weiß nicht, ob wir hier reinspazieren dürfen. Ja. Na, lieber mal nicht. Dorfbewohner. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Das ist das Problem ist das gerade. Dein Ernst? Sicher? Sicher? Sigismund und seine Heiden werden aus den Wäldern kommen und uns alle abschlachten.
Ich weiß nämlich nicht, was wir tun müssen. Hallo, ihr lieben Hühner. Gebt mal ein bisschen Gas. Ja, hier muss man doch hier rauskommen können, oder? Guckt euch das mal an. Was zum Teufel? Entschuldigung. Wie genial das hier aussieht. Boah. Hammer. Gut, ich würde mal vorschlagen, wir gehen hoch zur Burg. Weil irgendwo muss es ja weitergehen. Dass wir eventuell dann mal mit unseren Boss da reden. Ich muss ja hier weg. Ach, das. Reden wir nochmal mit ihmchen hier. Vielleicht hat sich ja was geändert. Glaube ich zwar nicht. Hallo, was willst du? Nee. Das war ein Satz mit X. Gut. Also, hier geht's schon mal nicht weiter. Gut zu wissen. Halt. Guckt euch mal das an. Der hackt Holz. Ah, durchgeglitscht. Durchgeglitscht. Jetzt hat das getroffen. Und wieder durchgeglitscht. Ah, kleine Fehlerchen hier. Da müssen sie nochmal ran, die Guten. Ja, wir gehen mal hier hoch. Und irgendwie müssen wir ja reden. Wir müssen ja irgendwie hier mal wegkommen. Nee. Da gehen wir nicht rein. Das ist mir zu riskant gerade. Oh, guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Was bist du für einer? Ist das eine Aussicht? Guckt euch das mal an, ey. Das sieht echt geil aus. Ganz ehrlich. Geil. Gucken wir mal, ob wir hier rein müssen. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach abhauen können. Ich weiß es nicht. Sehr schwer. Nein, hier geht's nicht rein. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Das ist das Problem. Aha. Kann ja nicht einfach hier so rein verschwinden. Das ist das Problematische, ne? Du weißt nicht ganz genau, wo du hin sollst. Haben wir hier einen Bäcker. Kampfplatz haben wir hier auch. Vielleicht müssen wir zum Kampfplatz, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir da... Wollen wir mal probieren? Ja, versuchen wir. Vielleicht, ob wir... Okay, ist jetzt nicht möglich. Alles klar. In Ordnung. Tja. Können natürlich warten, bis die Nacht hereinbricht. Das wäre eine Möglichkeit. Dass wir das eventuell machen. Und dann versuchen uns hier rauszustehlen. Wobei ich aber eigentlich eher den humanen Weg wählen würde. Sprich, dass wir ganz normal uns mit den Leuten hier unterhalten. Ja, irgendwo muss der ja hier sein. Gehen wir mal hier hoch. Solange wir nicht die Räume betreten... Ja, vielleicht dürfen wir ja eintreten. Da will ich mich nicht hinsetzen, aber vielleicht können wir mit ihr mal reden, Herrin Stephanie. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Genau. Erstmal wegen der Herrin, hoffentlich hat dich Sigismunds Ankunft heute Morgen nicht übermäßig beunruhigt. Nun, es war zu erwarten. Und dank Gottes Gnade und meines guten Gatten gab es kein Blutvergießen. Es ist etwas anderes, das mich beunruhigt. Womöglich täusche ich mich, aber ich ahne Böses. Gewiss irrst du, Herrin. Was sollte dich schon Böses ereilen? Ich fürchte, dass etwas Schlimmeres heraufzieht. Und Sigismund nur ein weiteres Omen,
dieses nahenden Übels ist. Mhm. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Okay, ich sehe gerade. Mit der Ehrlichkeit oder was es darstellen soll, könnten wir sie wahrscheinlich beeindrucken. Meine Eltern liegen in Scarlets im Dreck und sind in Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Jetzt wird's so interessant. Wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Eieiei. Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Mhm. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Vielen Dank, Herrin. Ich zahle es zurück, versprochen. Na, sehr geil. Okay. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Was denkst du, Herrin? Sehe ich wie ein Wachmann aus Thalenberg aus? Nicht wirklich, Heinrich. Sieh dich an. Danke, Herrin. Okay. Gott behüte dich. Mhm. Alles klar, also. Ah, das sind die Schlafkammern, oder was? Okay, da kann man nichts. Was ist das hier? Ah, sollten uns nicht erwischen lassen. Schloss knacken leicht. Ja, das können wir aber alles nicht. Machen wir mal zu. Gucken wir, ob hier irgendwas ist. Schwer. Ach, wir dürfen ja, okay. Das dürfen wir also machen. Interessant. Oh. Er betet. Mit ihm können wir nicht reden. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Entschuldigung. Was zum Teufel? Ah, verdammt, da kommen wir nicht hin. Okay, also, lass mal kurz gucken. Ob wir hier irgendwas finden. Erstmal wieder raus. Also hier ist es definitiv nicht. Da ist ein Turm. Und da hatten wir doch schon mal das Vergnügen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich gehe mal lieber zurück. Hm.
Also hier nicht. In der Rüstkammer. Wo ist jetzt hier die Rüstkammer? Fragezeichen. Ja, dass ich jetzt hier irgendwelche Sachen klauen muss, ist echt schon... Ah, da kommt der Wächter. Wir gucken nur, wir machen nichts. Oh, der ist dran vorbei. Gehen wir jetzt runter. Dann kommt der nächste Wächter. Grüß Gott. So, wo ist die Rüstkammer? Fragezeichen. Sich waschen wäre vielleicht mal eine gute Idee. Schaden tut's nicht. Ist das hier die Rüstkammer? Nee, nicht wirklich, ne? Verdammt. Wo ist jetzt hier die Rüstkammer? Was ist die Rüstkammer? Fragezeichen. Ist das hier die Rüstkammer? Das ist unser Bett. Mhm. Der pennt. Hier sollten wir eventuell nicht unbedingt sein. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden uns erstmal setzen. Und ein bisschen schlafen. Damit wir ein bisschen ausruhen. Wir werden mal so... so ein bisschen Energie, ja. Bisschen schlafen. So. Kurz gucken. Ja, Stärke, Agilität, Vitalität ist noch ein Malus drauf. Aber ansonsten sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich nur zusehen. Aufstehen. Dass wir jetzt irgendwie an die Rüstkammer rankommen. Hallöchen. Wenn ich wüsste, wo die Rüstkammer ist, was die Rüstkammer sein soll. Der Turm da oben. Halt, wer bist du? Kam hier raus. Muss ja irgendwo die Waffenkammer sein. Ich frage mich, wo die ist. Frag mich, wo die ist. Was ist das denn da? Das ist... Oh. Okay, ich bin schon draußen. Keine Sorge. Ich habe nur geguckt. Ich habe nur geguckt. Hier ist der Kampfplatz. Aber wo ist die Rüstkammer? Verfluchte Axt. So. Ich könnte. In der Wachstube. Mhm. In der Wachstube. Wo ist die Wachstube? Die Wachstube ist doch da, wo wir pennen, oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? Oh, es sieht so geil aus. Ganz ehrlich, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich muss hier raus. Hallöchen. Na, der guckt mich aber argwöhnisch an. Aber hier gibt's doch nichts. Mach erstmal das Türchen zu. Ah, das Schloss können wir nicht knacken, das ist dumm.
Hier ist nix. Ah, ich habe keinen Dietrich. Tolle Wurst. Frage ist, ist es überhaupt die Wachstube? Weil das weiß ich nämlich nicht. Ich kenne mich ja hier nicht aus in der Butze. Sehr schön. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Momentan ist es eine große Rumsucherei. Das ist natürlich für euch jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Aber hier. Tür zu. Mal gucken, ob da irgendwo einer ist. Wenn nicht, verkleiden wir uns jetzt. Ich glaube, hier könnte man was finden. Schild mit Thalenberger Wappen. Okay, das haben wir. Ich brauche eine Rüstung, ne? Eine Rüstung wäre toll. Verdammt, die sind alle verschlossen hier, oder was? Verdammt, wir haben jetzt zwar ein Schild, ja, super. Aber... Oh oh. Oh oh. Noch mal oben. Nein, hier ist keiner. Losknacken. Okay, jetzt haben wir einen Bogen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir brauchen eine Rüstung. Eieieiei. Okay. Wenigstens haben wir schon mal ein bisschen was. Aber... Ich glaube nicht, dass das reicht. Also ich befürchte es zumindest. Na, mal gucken. So, wir gucken mal zu der Dame nochmal hin. Hopp, Hallöchen. War doch hier, ne? Ja, da ist er. Hallöchen. Oh. Ich bin nur neugierig. Ich will nichts klauen.